Veröffentliche. Ich möchte jetzt den nächsten Vortrag ankündigen. Es geht um die Team Engine, auch ein OGC-Thema. Und der Dirk Stenger von der Firma Latlon wird den Vortrag halten. Und ich wollte ihn schon vorstellen. Und dann meinte er, ja, ich habe ein Slide dazu. Deswegen, das war es von meiner Seite mit den Worten. Dirk, das The floor is yours. Ja, hallo erstmal. Mein Thema heute ist Team Engine, eine Validierungsengine für OGC, Geodienste und Formate. Und ich möchte besonders auf die Fragestellung eingehen, wie bestimmte oder welche Benutzergruppen besonders von diesem Tool profitieren können. Ja, wie Tina eben schon gesagt hat, habe ich auch selber eine Folie oder eine Vorstellungsfolie. Ich bin Diplom-Geograf, arbeite seit 2012 bei Latlon. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit OGC-Standards und alles, was dazugehört, bauen Anwendungen darum, besonders mit dem Degree-Framework. Das ist Software, die genau oder die eine Implementierung für solche oder für die OGC-Standards bietet. Zudem sind wir auch Mitglied des OGC-Side-Teams und also das schon seit sehr lange und seit Juni 2017 übernimmt Latlon die technische Leitung der OGC-Compliance-Tools. Und das umfasst im Prinzip alle technischen Komponenten des Site-Programms. So, das ist die Agenda, also was ich heute vorstellen werde. Ich werde erst kurz erzählen, was ist die Team-Engine überhaupt und welche Test-Suites gibt es für dieses Tool. Dann werde ich noch auf die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen eingehen. Und ja, dann komme ich zu der Frage, also welche Nutzergruppen gibt es überhaupt, die die Team Engine sinnvoll einsetzen können und auch von der Team Engine profitieren. So, auf dieser Folie sieht man erstmal auf der rechten Seite die Oberfläche der Webversion der Team Engine. Dies ist auch die offizielle Installation vom OGC, also wenn man die URL kann auch jeder nutzen, sich selber angucken. Links davon sieht man jetzt ein Capabilities-Dokument von einem WFS und man kann jetzt diesen WFS, der links dargestellt wird, mit der Team Engine validieren. Richtig, die Team Engine ausgeschrieben Test Evaluation and Measurement Engine, das ist eben eine Testausführungs-Engine, mit der verschiedenste Ressourcen getestet werden können. Dazu gehören unter anderem Services, das ist auch der häufigste Anwendungsfall, wie zum Beispiel WMS oder WFS, aber auch Clients können getestet werden. Also es gibt zum Beispiel eine Testsuite für WMS-Clients, aber auch Schemas, wie zum Beispiel GML-Schemas oder auch direkt Daten wie GeoPackage. Die Team Engine ist in Java geschrieben und der komplette Quellcode ist frei verfügbar, Open Source und liegt auf GitHub. Da folgender URL kann man den sich anschauen, auschecken, das selber bauen. Die Team Engine ja, führt, wie gesagt, Testskripte aus. Die beiden oder fast ausschließlich werden die beiden Sprachen Compliance Test Language und TestNG genutzt. Die Compliance Test Language kommt, meine ich auch, vom, oder wurde vom OGC spezifiziert. Und die TestNG, richtig, das ist, kommt ja mehr aus der Java-Welt. Das ist ein Java-Test-Framework. Aber man kann nun auch in Java die Tests schreiben und damit der Team Engine ausführen. Die, ja, also wie ich schon sagte, gibt es so eine Web-Oberfläche für die Team Engine, aber inzwischen, ganz neu, gibt es auch eine REST-Schnittstelle und es gibt auch ein Kommandozeilentool. Also man kann über verschiedenste Wege die Team Engine ausführen. Ja, die, es gibt über 20 Test-Suites vom OGC, die mit der Team Engine ausgeführt werden können. Also ich würde sogar sagen, dass es inzwischen zwischen 30 und 40 Test-Suites sogar sind. Der Code aller Test-Suites befindet sich auch auf GitHub und jeder kann sich anschauen. Und wie gesagt, alle Test-Suites nutzen entweder die Sprachen CTL oder TestNG.
bzw. Frameworks. So, jetzt habe ich hier einfach mal drei Beispiele für Test-Suites aufgelistet, inklusive der URLs. Dies hier ETS steht für Executable Test Suite. WFS 1.1 wäre der WFS 1.1. Richtig, unter diesem Link findet man halt die Test Suite zu diesem OGC-Standard. Analog gibt es auch für den WFS 2.0 und für den WMS 1.3 eine Test Suite. Und wenn man einfach den letzten Punkt hier wegnimmt, hat man auch eine Übersicht aller verfügbaren Test Suites. So, ganz wichtig, auf GitHub hat ja jedes Repository seinen eigenen Issue-Tracker und den nutzen wir auch ganz aktiv. Das heißt, wenn jemand eine Test-Suite nutzt oder auch die Team-Engine selber und man einfach eine Frage hat, kann man ein Issue hier anlegen und den beantworten wir dann. Also das ist so der beste Weg, eigentlich Fragen zu den Test-Suites oder zur Team-Engine selber zu stellen. Es kann natürlich auch sein, dass einem irgendwie was komisch vorkommt. Und wenn man vielleicht einen Bug vermutet oder ein Feature fehlt, dann das kann man genauso da reinschreiben. So, jetzt zeige ich kurz, wie sieht das eigentlich aus, wenn man mit der Team Engine Dienst testet. Ich zeige das Ganze mit dem Webbrowser-Interface. Also das Erste, was man machen muss, ist sich einen Account anlegen. Kann auch jeder machen, also da gibt es jetzt keine Beschränkung. Dann muss man so eine neue Test-Session starten und kommt zu dieser Oberfläche. Dort wählt man die Organisation aus. Das ist in jedem Fall OGC, wenn man die OGC-Installation nutzt. Und darunter, welche Spezifikationen man testen möchte. In dem Beispiel hier will ich einen WFS 2.0 testen. Klickt man auf Start a New Session und kommt dann zu diesem Bildschirm. Und das ist jetzt der oder zu dieser Darstellung. Und das ist jetzt eine Beschreibung der Test-Suite. Oben erstmal Informationen, was wird getestet und welche Input-Parameter werden benötigt. Und unten gibt man dann wirklich die relevanten Parameter an. Das Wichtigste ist eigentlich immer das Capabilities-Dokument. Das gibt man hier an, damit die Test-Suite überhaupt weiß, welcher WFS getestet werden soll. Und dann folgen unten immer noch optionale Angaben. Also es ist auch ganz unterschiedlich bei Test-Suites. Dann muss man auf Start klicken, kriegt diesen Bildschirm. Ja, den hat man dann auch eine Weile zum Sehen, weil das ist genau der Bildschirm, genau die Darstellung, die erscheint, wenn die Test-Suite ausgeführt wird. Und irgendwann ändert die Darstellung dann zu dem Testergebnis. So, und hier, richtig, das ist jetzt auch wirklich das Testergebnis von WFS 2.0. Das ist die Referenzimplementierung, die von uns bereitgestellt wird. Das heißt, die besteht auch, wohl alle Testklassen nicht, aber fast alle, also nur die sehr stark spezialisierten nicht. Richtig, und hier seht ihr auch direkt den, das ist auch ein neues Feature, ein neuer Report. Also man kann dann, sieht hier die Tests aufgelistet und kann dann sich noch Details abrufen. Es ist besonders interessant, wenn ein Test fehlschlägt, dann will man ja wissen, warum schlägt er fehl. Das kann man dann alles in diesem Report sich anschauen. So, wie ich schon häufiger gesagt habe, stellt das OGC wirklich eine Installation der Team Engine bereit. Die erreicht man über folgende URL. Und diese Installation der Team Engine wird produktiv genutzt, wenn ein Unternehmen die Implementierung eines OGC-Services zertifizieren möchte. Das heißt, richtig, man kann seine Implementierung eines OGC-Services dort testen lassen und sich dann, wie dann vom OGC als OGC-Compliant labeln lassen. Eine weitere Sache ist noch, dass auch Referenzimplementierungen dort zertifiziert werden. Das ist aber eigentlich nur ein weiterer Schritt, weil Referenzimplementierungen der Allgemeinheit oder auch immer für einen bestimmten Zeitraum verfügbar sein müssen, dass jeder die Referenzimplementierung nehmen kann, um zu gucken, dass es ein Dienst, der alle Tests besteht. Die Liste der Referenzimplementierungen findet sich unter folgender URL. So, dann komme ich schon zu den aktuellen Entwicklungen der Team Engine.
Es wurde jetzt vor ungefähr einem halben Jahr die Team Engine 5.0 veröffentlicht, also inzwischen sind wir auch schon bei Team Engine 5.2 angelangt. Die großen neuen Feature von Team Engine 5.0 war, dass das Reporting komplett überarbeitet wurde, also eben im Screenshot hatte ich auch schon das neue Reporting, und es wurde auch das REST-Interface eingeführt, mit dem man halt Tests ziemlich komfortabel über eine REST-Schnittstelle ausführen kann. Richtig, wir haben noch 5.1 und 5.2 sind auch erschienen, die enthalten eine sehr große Anzahl an Bugfixes und weiteren kleinen Verbesserungen an der Oberfläche und auch am REST-Interface. Zudem gibt es seit ungefähr einem Jahr ein Docker-Projekt zur Team Engine. Es hat auch ein eigenes Repository, das man unter dieser URL erreichen kann. Dort wird beschrieben, wie man sich ziemlich einfach mit Maven ein Docker-Image zusammenbauen kann, mit einer beliebigen Kombination, oder nicht ganz beliebig, aber mit einer konfigurierbaren Kombination aus installierten Test-Suites. Ja, die zukünftigen Entwicklungsschwerpunkte sind, dass wir das User-Interface weiter verbessern wollen, also vor allem von der Web-Oberfläche, dass das Managen von Sessions einfacher wird, einfach kleine Funktionen dazukommen, wie zum Beispiel, man kann sein Passwort noch nicht zurücksetzen. Also da haben wir eine ganze Liste auf GitHub, was wir da noch machen wollen. Eine weitere Sache ist, dass wir das REST-Interface erweitern wollen. Also im Moment kann man mit diesem Interface einfach nur Tests ausführen und kriegt dann in der Response des Requests das Testergebnis. Es ist aber nicht möglich, diese Testergebnisse irgendwie zu speichern oder einem Nutzer zuzuordnen, dass der Nutzer die später verwalten kann. Also hier wollen wir einfach noch neue Methoden einführen, dass zum Beispiel eine Ausführung eines Testruns über die REST-Schnittstelle auch unter einem Nutzer gespeichert wird und dann zum Beispiel später noch eingesehen werden kann. Richtig, eine weitere Sache ist, die planen wir auch schon seit längerem, dass die Docker-Images, die wir mit diesem Maven-Projekt erstellen, und also wir nutzen das auch sehr regelmäßig, also täglich würde ich sagen, diese Docker-Images, aber dass die auch auf Docker Hub geschoben werden sollen, dass es dann für Nutzer noch einfacher ist, einfach mit einem Docker-Pull sich diese Images runterzuziehen und direkt eine lauffähige Version der Team Engine plus einer ausgewählten Anzahl an Test-Suites zu haben. Und klar, und ein weiterer großer Punkt ist, an dem wir immer arbeiten, ist, dass alle bestehenden Test-Suites weiter verbessert werden, machen konstant Bugfixes und wenn die Zeit da ist, setzen wir uns auch an Enhancements. So, nun komme ich zu der zentralen Fragestellung, die ich in dem Vortrag bearbeiten will. Welche Nutzer können überhaupt wie von der Team Engine profitieren? Erstmal stellt sich die Frage, wer kann alles die Team Engine nutzen? Das ist relativ leicht zu beantworten. Die kann nämlich jeder nutzen, weil sie frei verfügbar ist, sowohl die Installation, es gibt eine frei verfügbare Installation, als auch der Source Code. Also jeder hat Zugriff auf alle Ressourcen, kann sich das anschauen, die Team Engine bauen und ausführen. Wichtiger ist natürlich die Frage, welche Nutzer überhaupt von der Team Engine profitieren können. Weil nur, wenn man sie nutzen kann, hat man ja noch nichts davon. Und dafür sollte erst die Frage beantwortet werden, welche Art von Nutzern es überhaupt gibt. Also ich habe dann einfach mal so ein paar Gruppen erstellt, wo ich glaube, dass das typische Nutzer der Team Engine sind. So, die erste Gruppe davon sind die Softwareentwickler. Richtig, sind eher, haben eine technische Expertise, entwickeln Design-Software und sind jetzt in unserem Fall für die Implementierung von OGC-Standards in Software zuständig. Das heißt, diese Gruppe bezieht sich jetzt wirklich auf Personen, die sich einen OGC-Standard nehmen und Software dazu schreiben, die diesen OGC-Standard umsetzt. Ja, typische Arbeitsfelder sind in der Softwareherstellung, der Softwarepflege auch. So, die zweite Gruppe war ein bisschen schwieriger. Es war auch schwer, einen
Begriffe überhaupt dafür zu finden. Ich habe sie jetzt einfach GIS-Experten genannt. Das sind Personen, die sowohl eine fachliche als auch technische Expertise haben und sich in ihrem Beruf einfach mit GIS beschäftigen oder auch GIS als zentrales Arbeitsfeld haben, aber keine Softwareentwickler sind. Also das trifft, glaube ich, auch auf viele Leute, die auf der Konferenz hier sind, zu. Richtig häufige Tätigkeiten sind Konfigurieren von Software, aber auch mit Datenbeständen arbeiten, also sich um die Datenhaltung kümmern, Datenqualität, Migration von Daten und so weiter. Und diese Personen sind ja meistens so nah noch an den Standards dran, dass sie sich auch in diesen Standards auskennen und die OGC-Standards auch für ihre tägliche Arbeit benötigen. Richtig. Und die dritte Gruppe, die ich identifiziert habe, sind GIS-Anwender. Das sind Leute, die jetzt wirklich eher keine technische Expertise haben, sondern in irgendeinem fachlichen Feld arbeiten, also zum Beispiel Planer, die Planungsaufgaben übernehmen, dafür einfach ein GIS-System nutzen, aber eigentlich technisch keine Ahnung haben. Was macht das GIS jetzt? Diese Leute nutzen ja häufig auch ein WMS und laden die da irgendwie als Hintergrundkarte ein in ihre Anwendung. Setzen die OGC-Standards also in der Praxis ein. Das ist so die dritte Gruppe, die ich identifiziert habe. So, jetzt nochmal eine Zusammenfassung aller Gruppen, die ich als typische Anwender der Team Engine sehe. Jetzt stellt sich aber die Frage, können alle drei Gruppen wirklich alle Test-Suites des OGC gleichermaßen effizient nutzen? So, dafür habe ich einfach mal eine kleine Matrix erstellt. Man sieht hier in der linken Spalte verschiedene Standards, zu denen es eine Test-Suite gibt vom OGC und hier oben dann nochmal die drei Gruppen. Ich gehe jetzt einfach mal exemplarisch auf ein paar Standards ein, also die WFS 2.0 Test-Suite. Richtig, sehr wichtig für die WFS 2.0 Test-Suite ist, dass sie datenunabhängig ist. Das heißt, man kann jeden Dienst, den man irgendwie konfiguriert hat, in diese Test-Suite stecken, die dann den Dienst damit validieren. Für Softwareentwickler ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn sie eine Implementierung des WFS 2.0 machen, müssen sie auch wissen, haben sie die Schnittstelle auch richtig implementiert. Für GIS-Experten ist es auch eine sinnvolle Test-Suite, weil die Leute haben eventuell ein WFS 2.0 konfiguriert oder kriegen einen bereitgestellt und wollen dann wissen, okay, ist der auch wirklich compliant zum OGC-Standard. Also hier würde ich auch sagen, es ist definitiv sinnvoll, wenn es von Interesse ist, ob der WFS 2.0 wirklich zu 100% dem Standard entspricht, dass auch GIS-Experten die Test-Suite nutzen. Bei GIS-Anwendern sieht man auch, habe ich überall ein eher Nein oder Nein, weil den typischen Anwender interessiert es wahrscheinlich nicht, ob der WFS 2.0 dem Standard entspricht, sondern er will einfach nur, dass es irgendwie funktioniert. Aber ob da jetzt irgendwelche Requirements nicht erfüllt werden, manche Anwender interessiert es vielleicht, aber die meisten wahrscheinlich eher nicht. So, dann gehe ich nochmal auf den WFS 1.1.0 ein. Hier ist der entscheidende Unterschied, dass ich hier beim GIS-Experten eher Nein, GIS-Anwender Nein geschrieben habe. Und der Grund hierfür ist, dass diese Test-Suite datenabhängig ist. Das heißt, man muss, wenn man seinen WFS aufgesetzt hat, muss man einen ganz bestimmten Testdatensatz einspielen. Und die Test-Suite funktioniert auch nur mit genau diesem Testdatensatz. Das heißt, für Softwareentwickler, die irgendwie so eine Implementierung für den WFS 1.1.0 gemacht haben, ist das kein Problem. Die importieren den Datensatz und testen dann die ganze Zeit damit. Für GIS-Experten, die jetzt vielleicht auch verschiedene Dienste damit testen wollen, ist aber eher ungeeignet, würde ich sagen. Also in Einzelfällen vielleicht schon sinnvoll, aber man kann halt nicht jeden frei verfügbaren WFS damit testen. Und für GIS-Anwender würde ich sagen, die dann sogar noch ihren eigenen Datensatz importieren müssen, ist das eher zu aufwendig. Deswegen hier ein Nein hingeschrieben. Dann gibt es hier noch teilweise, das sind Test-Suites, die zum Teil datenunabhängig sind und zum Teil datenabhängig. Da muss man halt immer wissen, was will man testen.
Richtig, hier unten, die beiden Test-Suites sind vielleicht auch noch ganz interessant. Die GML- und Geopackage-Test-Suites sind zwei, also einmal, also die GML-Test-Suite kann sowohl ein GML-Schema als auch einen GML-Datensatz validieren. Geopackage, klar, kann einen Geopackage-Datensatz validieren, sind beide datenabhängig. Würde ich definitiv sagen, dass die auch für GIS-Experten sinnvoll sind. So richtig, was man jetzt hier sieht, für Softwareentwickler sind alle Test-Suites sinnvoll zu nutzen. Das heißt, oder es ist auch im Prinzip der Ursprung der Team Engine, die wurde für Softwareentwickler geschrieben. Man sieht aber auch, dass immer mehr Test-Suites auch für GIS-Experten anwendbar sind. Und das ist eigentlich so die Kernaussage von dieser Tabelle. Das war nämlich früher noch nicht so. Also diese unabhängigen Test-Suites sind alle sehr neu. Aber ich würde jeden motivieren, sich die mal anzuschauen und zu nutzen, weil die wirklich gut geworden sind und für eine breitere Masse nutzbar sind. So, richtig. Das ist jetzt eigentlich nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ich eben schon gesagt habe. Ja, Softwareentwickler können sehr gut alles nutzen, GIS-Experten, die datenabhängigen Tests und GIS-Anwender interessiert es meistens eher nicht, würde ich sagen, im Dienst OGC-konform ist nur in Ausnahmefällen. So, und dann komme ich auch schon zum Fazit. Ja, die Team Engine ermöglicht halt schnelles Testen auf OGC-Compliance. Dieses sowohl für Konfigurationsarbeiten als auch für Implementierungsarbeiten sinnvoll, dass man immer wieder gucken kann, habe ich meine Schnittstelle richtig konfiguriert oder auch implementiert. Dadurch können Bug-Tickets angelegt werden und Dienste im Prinzip OGC-compliant gemacht werden, indem dann diese Bug-Tickets behoben werden. Zudem können Test-Suites natürlich auch als Regressionstests verwendet werden. Ich denke, das ist jetzt noch so ein bisschen das Fazit zu dem letzten Teil. Ursprünglich gab es halt eine Konzentration der Team-Engine auf GIS-Entwickler, aber GIS-Experten, doch zum Teil auch GIS-Anwender, rücken immer stärker in den Fokus und können die Team-Engine sehr gut nutzen. Auch die Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit ist hier natürlich sehr wichtig. Richtig, klar, die Test-Suites werden hauptsächlich dafür genutzt, um OGC-Standards zu zertifizieren. Aber es gibt auch immer mehr den Anwendungsfall, dass komplett konfigurierte Dienste mit unterschiedlichen Daten getestet werden können. Ja. Gibt es noch Fragen? Ja, herzlichen Dank, Dirk. Sind Fragen? Also, Dirk ist wahrscheinlich der Experte in Deutschland, der alle Fragen rund um die Test-Suite beantworten kann. Also mein Kollege Luis Bermudez aus USA arbeitet sehr eng mit Dirk zusammen. Ja, hallo. Kann man auch mit der Team Engine CSW testen oder dann noch zukünftig CSW 3.0? Ja, doch, gibt es eine Test-Suite für. Ich bin jetzt unsicher, ob die datenabhängig oder datenunabhängig ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Test-Suite dafür, ja. Weitere Fragen? Ganz kurz, wenn man so einen Test entwickelt, wie muss ich mir das vorstellen, wie lange dauert das? So. Ja, nur das ist unterschiedlich. Ja? Also liegt immer an der Spezifikation. Man müsste schon sagen, es liegt wirklich an der Spezifikation. Also einen Test kann man innerhalb von einer Stunde, würde ich sagen, schreiben, einfachen. Aber wenn es dann komplexer wird, kann das auch mal mehrere Tage dauern. Also ich würde jetzt sagen, die Test-Suites in die ursprüngliche Entwicklung sind sicherlich so ein, zwei Wochen gelaufen. Dann müssen die aber auch von Usern getestet werden, werden irgendwelche Bugs entdeckt, Erweiterungen noch gemacht. Also es ist ein fortlaufender Entwicklungsprozess eigentlich. Und ich kann auch alle motivieren, die Issue-Tracker zu nutzen. Also wir checken jeden Tag, ob es neue Issues gibt und beantworten dann auch meist relativ schnell alle Fragen, beziehungsweise.